Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerbude. Weiter geht's mit Project Hospital und unserem Event, was gerade gestartet hat in der letzten Folge noch. Und wir haben natürlich einiges zu tun hier. Und zwar auch mit Personen, die... kann ich gar nicht. Die sich hier gerade nicht so gut behandeln lassen wollen. So, Übelkeit haben wir. Abhören das hier. Abdominales abtasten. Und das lassen wir erstmal so. Jetzt kommt man aus dem Klicken gar nicht mehr raus hier, ne? So. Könnte man das damit... Ich probier's mal. So. Na, dann geht's schon mal nach Hause. Tschö. Guck mal, das war auch einfach. Du kriegst ganz viel von mir reingehauen hier. So. Das hat nichts gebracht. Wir probieren das nochmal und das. Macht das Sinn? Nee. Das sind alles so viele Magengeschichten. Wir machen erstmal das. Schon ein bisschen was gemacht. Oh, das sind auch immer Sachen hier, das ist ja der Hammer. Wollte doch gerade. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, was ich machen wollte. Das hier. So. So, bei dem haben wir alles bis auf 1. Und dann müssen wir kurz gucken, wie kriegen wir das raus. Erstmal hier körperliche Untersuchung. Haben. Wir machen das einfach jetzt mal. Jo, dann kannst du nach Hause gehen. Ah ja, hier. So. Eine Hirnhautentzündung. Wie hätte man das? Eine CSF-Analyse. Ach du Kacke, Alter. Das wäre es gewesen. Undeutliche Sprache hatte er noch. Verwirrtheit. Oh. Ja, ärgerlich. Dann schicken wir den mal weg. So. Okay, hier sind wir schon weitergekommen. Hier fetzen wir mal ganz viel rein mit dem hier noch. So, viel Spaß damit. So, das kriegen wir auch so gelöst. Zack. Ein Patient ist kollabiert. Gehört aber nicht ins Event, also lass mich in Ruhe. So, aber du. Zwei versteckte Symptome noch. Erstmal das hier. Alles klar, dann gehen wir nach Hause. Das hat noch nichts gebracht. Machen wir mal das hier. Hm.
Wir gucken mal danach. So, auch das hat nichts gebracht. Überprüfen der Sprache. Auch das hat nichts gebracht. Ja, wahrscheinlich wird das hier wieder auf irgendeinen Quatsch hinauslaufen. Dann lass mal ein bisschen deinen Stuhl untersuchen. So. Und der hat noch ein Symptom, was ihm nicht gefällt. Machen wir noch das hier. Das ist ja sicher. Das behandeln wir jetzt auch gleich mal. Dann gehen wir nach Hause. Oder in die Apotheke, ist mir auch egal. Hey. Ja. Das stört mich jetzt eigentlich gar nicht mal so. Wir helfen dem aber nochmal eben. Boah. Direkt draufkloppen auf den Magger. So, da haben wir was rausgefunden. Ja. Zack, zack. Los geht es. Na komm. Achso. Jo. Lassen wir mal so laufen. Ja. Du brauchst auch ein bisschen Behandlung. Was stehst du hier rum? Okay. Einfach mal so weggeblockt. Auch okay. So, da kommen wir immer noch nicht weiter. Viel mehr haben wir bald auch nicht. So, was können wir jetzt noch machen? Abdominales Abtasten haben wir schon. Magenmittelbefragung, körperliches Abtasten. Bluttest halt, könnten wir noch machen. Wir machen einen Bluttest jetzt als erstes. Ich glaube, es geht etwas schneller. Aber hier sind wir auch noch nicht weiter. Mal kurz gucken, ob das überhaupt was bringt, wenn ich das drücke. Mikrobakterielle. Das war hier auch, ne? Gut, das hat die meisten Übereinstimmung, also nehmen wir erstmal das hier. Oh, drei Leute sind schon abgehauen. Prozent haben wir schon durchgeschleust, guck an. So, hier sind wir immer noch nicht weiter. Ja, es könnte halt auch noch so viel sein, ne? Probieren wir es mal mit einer Blutentnahme. Vielleicht finden wir dadurch irgendeine andere Krankheit raus. Dann gehen wir nach Hause. Mal unnötig Betten belasten, das brauchen wir jetzt auch nicht. Super. Das ist schön. Kann entlassen werden. Umso mehr hier weg sind, umso besser ist das. Und trotzdem erst 50% durchgeboxt hier. Was ist mit dir eigentlich? Du bist jetzt gerade erst beim Arzt. Warum bewegst du dich nicht? Na, das hätte uns jetzt ja wieder fast das Leben gekostet hier. So, bei ihm sind wir immer noch nicht weiter. Mach mal einen CRP-Test. Und irgendwelche Sachen. Boah, das ist echt schlimm, wenn man da absolut keine Ahnung hat, was man da machen, finden soll.
wie kann man das rausfinden? Abdominales Abtasten, das sah jetzt gerade als erstes sogar ganz cool aus. Das ist nämlich, ja. Wo ist mein Spiel hin? So. Lassen wir das erstmal so. Da sind wir auch nicht weitergekommen. Stopp. War das sinnvoll? Was haben wir gemacht? Bluttest. Befragung, Gastroskopie, Gastroskopie. Naja, zumindest sind schon mal zwei Sachen mit abgedeckt. Aha. Und dann behandeln wir das mal schnell. Und der wird uns wahrscheinlich gleich das Event versauen. Ah, das gibt's doch nicht. Also, wir überprüfen mal die Sprache. Machen dann mal einen einfachen Sehtest und dann neurologische Tests. So, scheint schon mal nichts rausgekommen zu sein bei dem ersten. Beim zweiten auch nicht und beim dritten wahrscheinlich auch nicht. So. Ja. Dann gibt es als nächstes eine Blutentnahme. Parallele Stuhlprobe. Das würde ich auch gut finden. So, du kannst nach Hause gehen. Viel Spaß dort. Die Maßnahmen übrigens zum Putzen haben hier geholfen. Eine Anämie. Das ist nicht gut. So, haben wir jetzt aber immer noch nicht raus, was das sein soll. So, irgendwie läuft es gerade auf was hinaus, was ich gerade gar nicht machen kann. Okay, wir probieren mal das hier aus. In der Hoffnung, dass das schnell geht. Also bei der Dame kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch hin, aber bei dem Kerl da mit seinem Anfall da, mit seinen 10.000 Möglichkeiten wieder, wird das schon wieder nix. Kurz mal durchsteigen, was wir hier machen. Ja, da sucht man sich so ein bisschen dumm und dusselig. So, hier haben wir zwar was rausgefunden, aber es bringt uns da nicht großartig weiter. So, wie können wir jetzt weitermachen? Was war das? Ein Stuhl? Okay, das machen wir mal.
Ruckel, ruckel. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob das hier noch irgendwie vernünftiges Ende nimmt hier. So. Bei ihm gibt es auch eine Anämie. Ich suche gerade was tatsächlich. Zwar das. Habe ich das schon gemacht? Habe ich. Okay, mit 6, wo kann ich das machen? Chirurgie. Wir gucken dir mal in den Bauch. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, auch hier kommen wir nicht weiter. Jetzt würde ich auch mal hier behaupten, setzen wir das mal um in das und gucken da mal rein. Dreckig, putzen bitte. Hier gibt es eine Anämie. Und auch hier setzen wir das mal um zur Chirurgie und du gehst auch mal reingucken lassen. Es werden das wahrscheinlich so viele hintereinander sein, dass es nicht klappen wird. Ah, okay, bei ihm haben wir tatsächlich was gefunden. Das freut mich. Wir benutzen das hier und drücken hier auf OK. Man kann jetzt sogar schon nach Hause schicken. Das ist cool. Ja. Machen wir das doch. Genau, da soll als nächstes auch eine Gastroskopie gemacht werden. Kommen wir irgendwie immer alles so gleich vor hier. Wie das überhaupt? So, auch hier sind wir weitergekommen. Und tschüss. Na, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. So, wo war das jetzt mit der Gastroskopie? Da sind wir noch nicht weiter. Wahrscheinlich willst auch du das gerne haben. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Schicken wir jetzt alle hin. Ist gerade im Wartebereich, okay. Ich meine, kurz gucken, wo die das machen. Na, was jetzt? Ja, okay. Ja, auch das ist okay. Haben wir in der Chirurgie gerade tatsächlich nur einen einzigen Arzt nachts? Tatsächlich. Das ist doch eigentlich eine recht gut angelaufene Stelle. Warum sind da so wenig Leute drin? Und gerade denn, wenn noch so viel los ist. So. Vier
Ärzte für Nacht, das sollte jetzt langsam auch mal reichen dann. So, das gucken wir uns mal an jetzt hier. Echt? Okay. Interessant. Interessant, dass wir eine Gastroskopie einfach so machen können. Ja, auch er hatte das. Zack. Und dann war es ja im Endeffekt ja doch einfach. Ja, nice. Wahnsinn. Dankeschön. Yay. Wir können unsere eigenen Events jetzt freischalten. Es hat jetzt auch genau mit Folgenende gepasst. Das freut mich. Ich gucke jetzt nur noch mal kurz. Achso, ja, genau. Kann ich jetzt selber auslösen. Und als nächstes wäre Pandemie-Event. Genau, jetzt kommt das nämlich wieder nacheinander. Ja, super. Wenn euch was auffällt, sagt es mir gerne in die Kommentaren. Lasst mir gerne auch ein Däumchen nach oben da. Oder auch ein Abo. Da habe ich immer große Freude dran. Und ansonsten reingehauen bis zum nächsten Mal. Tschüss.